Es fühlt sich wie Weihnachten an, weil viele neue Sachen gibt's und hinter mir sieht wie Weihnachtsmarkt aus. Aber nein, wir sind bei Moto Austria, Motorradmesse in Wels 2024. Ich bin der Alex und führe ich euch durch die Messe. Auf der Messe gibt es viele Veranstalter, von Reiseanbieter, Tourenanbieter, Motorradtraining, Reisentraining und keine Ahnung, Fahrtraining. Aber ich möchte mich auf mein Interesse konzentrieren und euch zeigen, was an Motorradneuheiten mich interessieren könnte, damit ich in dem Jahr vielleicht eine Probefahrt damit mache. Es kann von Gas-Gas und Motocross dabei sein, über Enduro, über gleich E-Motorräder, Harley, Indian, auf jeden Fall sind alle dabei. Lasst euch überraschen, welche Motorräder im Bild kommen. Wir werden auch Leute anquatschen. Grüß dich, Karl. Hallo. Nachdem Panamericana für Jahr 2024 nicht viel geändert ist, erzähl mir ein bisschen von dem neuen Motorrad. Ja, wir haben die Road Glide und die Street Glide neu bekommen heuer mit einer komplett neuen Optik. Eine neue, moderne Fairing mit integrierten Blinkern. Wie gewohnt gibt es wieder Chrome Finish und Black Finish, also die zwei Farbvarianten am Motor. Und ganz neu, was sehr modern ist, das digitale große Display. Keine analogen Anzeigen mehr, alles digital mit Navigation und allem integriert, verschiedenen Fahrmodi. Jetzt neu auch mit dem 117er Motor, den wir bis jetzt nur in ausgewählten Modellen hatten und jetzt auch im Standardmotorrad drin ist. Ist sehr vielversprechend für die Saison. Super, wie sieht das Interesse aus? Ihr seid seit gestern da. Genau, wir sind seit gestern da. Interesse ist sehr groß. Die Modelle sind vor zwei Wochen online präsentiert worden. Und jetzt da quasi der erste Live-Auftritt. Alle waren gespannt, wie sich das auch dann in live anfühlt und wie die Bikes aussehen. Aber das Feedback ist sehr gut. Es wurde sehr viel über Yamaha Tenere gesprochen. Es gibt Tenere für Start, es gibt Wardride, es gibt Extreme und so weiter und so fort. Aber ich habe eine besondere Tenere gefunden. In dem Fall eins über drüber, extrem. Schauen wir uns das an. Servus, Raphael. Hallo. Ich sehe, dass ihr ein Tenere da habt, was über Hardcore ist. Erzähl mir ein bisschen darüber. Richtig. Was ist das? Im Prinzip ist es eine käufliche Replika von dem Bike, was Poltaris und Poturi im Africa Eco Race und anderen echten Rallyes bewegen. Basis ist immer ein Tenere World Raid oder eine World Rally. Wir haben da jetzt aus dem Original-Zubehörprogramm, aus unserem GYTA-Programm, alle möglichen Zubehörteile. Wir haben andere Räder, wir haben andere Fußrasten, wir haben den Rally Tower für die Navigation, wir haben einen anderen Lenker, wir haben die klassischen Schaumstoffgriffe, andere Gabelbrücke, 48 mm Kit-Fahrwerk von Kayaba, einen anderen Dämpfer, Technik-Overkill für alle. Technik-Overkill, das ist ein gutes Stichwort. Das ist nicht von Amazon bezahlt, sondern ihr habt das und ich kann es mir theoretisch eins zu eins nach diesem Motorrad bestellen oder umbauen lassen. Richtig, und es ist Rallye-erprobt, es funktioniert, es ist direkt von uns, vom Hersteller. Und wo stehen wir bei Preis so ungefähr? So wie die dasteht, wenn man alles nimmt mit Basisfahrzeug, sicher nicht unter 40. Da fließen 50 Arbeitsstunden rein. Von Triumph, Tiger und viele andere Modelle und Rocket und was weiß ich, wurde viel berichtet. Aber ein besonderes Modell dieses Jahr sticht mir ins Auge. Und zwar für diejenigen, die A2-Führerschein haben und Bock auf Scrambler haben. Triumph hat ein 400er Scrambler für A2-Führerschein rausgebracht für Jahr 2024. Und das schauen wir uns an. We'll be right back.
Grüß dich, Cedric. Servus, Alex. Ich sehe, dass ihr ein Scrambler, ein neues Modell von Scrambler hier stehen habt. Das ist ein 400er. Genau, das ist das neue Scrambler 400X, das 2024er Modell. Das ist überhaupt komplett neu rausgekommen. Wir haben da einen 400 Kubik Motor mit 40 PS Leistung und 37,5 Newtonmeter Drehmoment. Haben wir vorne eine 19 Zoll Felge, hinten eine 17 Zoll Felge, also typisch für ein Scrambler eben. Dann haben wir einen Lenker mit einer Lenkerbar, wo wir einen super schönen Lederüberzug drauf haben, mit dem Triumph-Logo eingestickt. Mit an Bord serienmäßig sind die Handguards. Zusätzlich haben wir dann noch einen Scheinwerferschutz. Und was das Scrambler auszeichnet, sind eben die großen Federwege und ist super einfach zu bedienen. Gibt es dieses Motorrad in A2-Führerschein? Genau, dieses Motorrad ist für einen A2-Führerschein. Nur A2 oder auch A1? A1 ist nicht möglich, nein. Aber als A2-Motorrad kann man sie fahren, ja. Hinter mir ist Stand von Honda. Da, wo mein Herz ein bisschen stärker schlägt. Warum? Weil ich einfach ein Honda-Fan bin. Das ist okay, wenn jemand Orangen-Fan ist, es ist okay, wenn jemand Boxer-Fan ist, wie auch immer, jedem seins. Aber ich bin ein Honda-Fan, deswegen muss ich einfach etwas länger darüber labern. So, da stehen drei wunderbare Motorräder. Ich freue mich darüber, aber vielleicht sieht man ein bisschen Enttäuschung in meinem Gesicht. Einmal habe ich erzählt, jetzt muss ich es wiederholen. Und zwar, einmal, es gibt Transalp, das ist letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Die Enttäuschung bezieht sich nicht zu dem Motorrad, sondern zu meinen Erwartungen. Ja? Ich habe erwartet, dass von Hause Honda irgendein Motorrad kommt, der Tenere 700 Gesicht zeigen kann. Irgendein Motorrad kommt mit höherer Federbein, leichter und was weiß ich alles. Viele haben sich wegen tiefliegender Auspuff beschwert. Aus meiner Sicht ist nicht falsch dran, wenn jemand mit dieser Transalp fahren möchte, dann ist es richtige Ausführung für ihn. Sieht schicker aus, wenn Auspuff ein bisschen höher ist, aber da ist nicht schief dran. Schief daran, aus meiner Sicht, ist die Ölwanne. So wie ein Dackelpimmel da hinten liegt. Wie auch immer. Also die Enttäuschung bezieht sich nicht zu dem Motorrad, sondern zu meiner Erwartung. Das ist Nummer eins. Nummer zwei steht auch die neue Africa Twin mit 19 Vorderrad. Africa Twin Adventure Sport mit 19 Vorderrad. Ich muss nicht sehr viel darüber reden. Seitdem präsentiert worden ist, wurde sehr oft darüber berichtet. Ich möchte nur sagen, warum ich so enttäuscht aussehe. Africa Twin Adventure Sport ist ein Reisemotorrad, ja. Das ist ein Dickschiff mit, keine Ahnung, 26 Liter Tank und schwer und wie auch immer. Ist ein Reisemotorrad auf der ersten Stelle und dann ein Offroad-Motorrad, ja. Das kann man so sagen. Für mich aber ist eine emotionale Enttäuschung, dass der Vorderrad 19 geworden ist, anstatt 21. Auch wenn ich es für richtig halte. Warum? Adventure Sport, großes Motorrad, sehr viel Tankvolumen, sollte etwas straßenlastiger sein. Und sie haben es auch richtig entschieden, dass sie keine eierlegende Wollmilchkuh produzieren wollen, alles in einem, sondern es gibt einmal Africa Twin, leichter, kleinerer Tank, 21 Vorderrad, für diejenigen, die es haben wollen. Und es gibt Adventure Sport mit Straßenführung mit großem Tank für diejenigen, die es haben wollen. Aber das sind nur einfach Emotionen. Als Honda-Fan habe ich das ansprechen wollen und ich gehe ein bisschen mir erklären lassen. We'll be right back.
Grüß dich, Philipp. Hallo, servus, grüß dich. Auf eurem Stand ist Hölle los. Es gibt einiges zum Bewundern und einiges zum Anschauen. Erzähl mir von Neu Afrika Twin. Neu Afrika Twin, das erste Mal seit Afrika Twin Markteinführung gehabt hat, nicht mit einem 21 Zoll Vorderrad. 19 Zoll. Warum 19 Zoll? Wir haben die Positionierung der Afrika Twin und Afrika Twin Adventure Sports ein bisschen breiter gestaltet, sprich Afrika Twin Offroad Einsatz, Adventure Sports mehr straßenorientiert. 19 Zoll Vorteil auf der Straße. War für uns ein großes Fragezeichen, wie der Hardcore Afrika Twin Kunde darauf reagiert. Positiv, die ersten Feedbacks sind riesig. Ich habe Angst, wir werden zu wenig haben. Also wenn Sie eine wollt, ganz schnell. Kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen eng wird bei Auslieferung, besonders bei Doppelkupplung, weil 60% von Verkauf steht bei Doppelkupplung. Ja. Wie ist das dieses Jahr? Wie ist das? Also der Trend Doppelkupplung ist immer noch zunehmend. Wir sehen immer mehr Doppelkupplung und wir haben vor allem beim Topmodell Adventure Sports noch einen höheren Anteil bei den Doppelkupplungen und es ist einfach das Topmodell in der Tricolor-Lackierung, was am meisten gefragt ist. Da wir bei Doppelkupplung sind, erzähl mir ein bisschen auch von E-Clutch. Ja, nach Doppelkupplung ist E-Clutch die nächste Technologie am Getriebe, die Honda auf den Markt bringt als erster. E-Clutch, in Wirklichkeit konventionelles Schaltgetriebe mit einem zusätzlichen Modul montiert, das für dich elektronisch die Kupplung trennt. Im Unterschied zu DCT musst du weiterhin selbst manuell schalten, aber die Kupplung trennt automatisch, wenn nicht von dir selbst getätigt. Du hast immer die Kontrolle, du hast einen Kupplunghebel, du kannst immer mechanisch manuell trennen, aber solltest du es nicht machen, macht es für dich das Motorrad. Sprich, du fährst an die Ampel, Hand weg, brauchst nicht, und beim Wegfahren einfach nur Gas geben und du rollst wieder an, die öffnet, schließt im idealen Timing. Eine extra Frage aus meiner eigenen Neugier. Wie schafft das Honda, Jahr für Jahr entweder PS zuzulegen oder Drehmoment zuzulegen und trotzdem Gewicht sparen? Wie funktioniert das? Ja, das ist das kleine Feintuning, was sich unsere Ingenieure Kopf zerbrechen, Tag und Nacht. Na, wir sind nicht der Meinung, dass wir diesen PS-Wahnsinn mitgehen wollen. Wir haben Modelle, die genau diese Leistung bringen, die sie sollen. Und wir legen dort zu, wo es Sinn macht. Das Drehmoment. Mit der Drehmomentsteigerung der neuen Afrika Twin ist genau dort das Plus dazugekommen, wo man dann aus Marktfeedback, von Kundenfeedback, wie auch von euch, gemerkt haben, da könnte was möglich sein, nötig sein. Und aus dem Grund sitzen unsere Ingenieure wirklich Tag und Nacht, zerbrechen sich die Köpfe, wo kann man ein bisschen runter, wo kann man ein bisschen raufgehen und dann kommt es auf den Markt. Und Transalp hat sich nicht geändert? Transalp ist ja letztes Jahr neu gekommen. Hatte auch letztes Jahr recht spät die Markteinführung mit dem Sommer und wird dieses Jahr komplett identisch zum letzten Jahr Farbe technisch verkauft. So, wie alle wissen, zu einem Motorradmesser gehören nicht nur Motorräder, sondern auch alles, was zum Motorrad gehört, so wie Gepäckstücke, so wie Accessories. Und fange ich direkt hier an. Hinter mir ist Stand von SW Motec. Ein Spoiler oder ein Insider? Vor einigen Jahren, genau hier, hat meine Karriere begonnen. Servus. Allerdings, servus, grüß dich. Bitte erzähl mir, was habt ihr dieses Jahr auf den Markt gebracht? Welche Neuigkeiten gibt es von euch? Da gehen wir einfach mal zu unserem Acrylbike. Alleine das ist schon relativ neu. Da kann ich dir gerade mal direkt an unserem Acrylbike unseren Micro WP zeigen. Einer unserer Bestseller, jetzt in wasserdicht. Dann kann ich dir noch unsere Handguards präsentieren. In Eigenentwicklung mit einem sehr, sehr robusten Backbone. Das Design haben wir in zwei Varianten. Wir haben die Adventure-Schale, wir haben die Sportschale. Je nachdem, was du für eine Ausführung brauchst, etwas mehr Windschutz oder weniger am sportlichen Bike oder am Adventure-Bike. Ja, weiterhin kann ich dir unsere DAS-Koffer präsentieren. Die sind sowohl für das Rack angedacht, können auch an der Seite befestigt werden in zwei verschiedenen Größenvarianten. Dann an der hinteren Wand sehen wir noch einige Waterproof-Produkte. Auch das haben wir ein Neckbag im Angebot. Wir haben Zusatztaschen für die bestehenden Taschen, die du aufschlaufen kannst. Und wir können uns natürlich nochmal die neue GS anschauen, wo wir mit einer der ersten am Markt waren, die Produkte dafür lagernd haben. Natürlich zu jedem Produkt, was von mir benutzt worden ist und getestet worden ist, wird ein extra Video kommen. Bei Wunderlich steht auch ein 1300er und wurde ebenso in wunderlicher Form bepackt und equipped. Ich möchte über 1300er nicht viel erzählen, bevor ich zu Stand von BMW hingehe. Aber
am Stand von BMW interessiert mich ein anderes Motorrad viel mehr als 1300er. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Alec. Bitte erzähl mir, was habt ihr dieses Jahr auf dem Markt, was man bewundern dürft? Natürlich die größte Neuheit auf dem Markt ist die 1300 GS. Und hier haben wir unsere R1300 GS Ultima, an der wir alle unsere neuen Produkte, die wir für das Modell entwickelt haben, zeigen wollen. Wir haben für die 1300er die komplette Palette, wie wir auch bei der 1250er hatten, wieder auf die Beine gestellt. Das fängt an bei Schutzkomponenten wie Motorschutzbügel, Tankschutzbügel. Den Motorschutzbügel gibt es in zwei Varianten. Die Ultima verkörpert unsere neue Ultimate-Reihe, quasi den ultimativen Schutz. Deswegen der große Ultimate-Bügel als Vergleich. An der schwarzen 1300er gibt es noch den Guard. Der ist ein bisschen zierlicher und nicht so effektiv, aber schützt trotzdem. Nur für die, die es ein bisschen zierlicher haben wollen. Ansonsten geht es natürlich wie immer weiter. Sitzbänke, Fußrasten, Lenkererhöhung. Also wir legen wieder Wert auf die Ergonomie beim Fahren. Schutzkomponenten beim Scheinwerfer. Windschild, hier ist jetzt ein kleines Flowjet drauf, das gibt es auch als größere Marathonscheibe. Neuheiten, unser neuer Clickback passt auch auf der 1300er. Wir haben jetzt auch das Tankring-System, das heißt, man hat kein Gurtsystem mehr, sondern man hat einfach diesen Tankring, setzt den Tankrucksack drauf, der rastet automatisch ein und fertig. Für die 1300er wird es ganz normal, wie bei den anderen Modellen, auch wieder unsere Koffer geben, Kofferträger mit Alukoffern. Auf die Alukoffer können auch wieder die Zusatztaschen montiert werden, also Gepäcklösungen gibt es wieder en masse, in jeglicher Form und Farbe. Das sind eigentlich so die größten Neuheiten, die es dieses Jahr bei uns gibt. Wir haben alle auf die 1300er gewartet, hier ist sie, hier ist unsere Version der 1300er als Ultima. Letztes Jahr bin ich mit Fahrstrom.de gefahren. Dieses Jahr hat Suzuki ein neuer Fahrstrom wieder, 800er Klasse, aber etwas straßenorientierter. Deswegen interessiert mich für dieses Motorrad. Nein, ich steige nicht auf ein Straßenmotorrad. Ich bleibe ab und zu von der Straße weg, auf Schotterwegen, auf unbefestigte Straßen, wie der Wolf sagt. Aber diese kleinen Veränderungen, dass die Marke behalten, aber ein anderes Fahrgefühl geben, interessiert mich halt einfach. Es ist neu. Grüß dich, Alex. Erzähl mir ein bisschen von den zwei neuen Motorrädern, die für mich interessant sind. Ja, sehr gerne. Wir präsentieren heute drei neue Motorräder sogar. Die GSX-S1000 Geeks mit elektronischem Fahrwerk, unser neues Flagship im Street-Segment. Crossover-Motorrad quasi zwischen Tourer und Sportmotorrad. Das zweite, was wir da haben, ist die GSX 8R, also die Weiterentwicklung vom Naked Bike 8S, jetzt mit der Supersportoptik und Vollverkleidung als Straßenmotorrad. Und das dritte, was wir da haben, ist die V-Strom 800, nachdem er letztes Jahr schon die DE gekommen ist, ist jetzt das Standardmodell da mit 19 Zoll Vorderrad und Straßenfokus. Wenn man am ersten Blick hinschaut, kommt man vielleicht in die Tendenz, dass man sagt, da ist nicht viel anders. Wenn man ins Detail reinschaut, sind ganz viele Teile anders zur DE, also es ist wirklich eine kürzere Schwinge. Es ist ein 19 Zoll Vorderrad, es ist ein Alu-Vorderrad drinnen, es hat andere Fußraster, andere Lenker und so weiter, die Federelemente sind anders, also es ist alles auf Straße fokussiert. Wo die DE natürlich das Motorrad ist mit am meisten Bodenfreiheit, am meisten Federweg, ist die 19 Zoll Variante die Standard jetzt die, mit der man auf der Straße einfach noch mehr Spaß haben kann und noch eine bessere Straßenperformance hat. Einige von euch wissen, ich bin mal mit Desert X gefahren. Ich habe meine Meinung dazu abgegeben, positive und auch negative. Negative. Was mir eingefallen ist, was man anders machen könnte. Und dieses Jahr hat Ducati ein Desert X in Rallye-Version rausgebracht. Optisch darf man streiten wegen dieser Schnabel, aber technische Daten hat sich einiges in positiven Sinn geändert. Außerdem, einige Leute, die ihr wahrscheinlich kennt, sind mit Multistrada V4 Reisen gemacht, hin und her gefahren. Weiß ich nicht, ob das ein Hip ist oder so viel Kraft mich interessiert. Ich muss es rausfinden.
Vielleicht mache ich eine Reise damit. Grüß dich, Hannes. Servus. Servus. Tatsache ist, dass die beim Erzberger dabei waren und erkennen konnten, dass die Basis des Motorrads auch für schwere Gelände sehr gut geeignet ist und haben aus der Entwicklung heraus das im Gelände, spezielles im Gelände, sehr extreme Steine, Unebenheiten vorhanden sind, das Fahrwerk massiv abgeändert. Das heißt, wir reden von einer anderen Gabel, die einen größeren Federweg hat, ebenso auch das Federbein hinten, beziehungsweise das Wesentliche sind die Felgen und da die Narben, die diese doch eklatanten Kräfte, die da auftauchen können, problemlos aufnehmen. An der Leistung grundsätzlich hat sich da nichts verändert, weil das ist mehr als ausreichend, was das Motorrad hat. Aber diese Beweglichkeit und das Umzusetzen im Gelände, das war in Wahrheit die Aufgabe von Ducati mit Hilfe des Fahrwerks, das zu schaffen. Nur dazu schaut es relativ gut aus, also kann jeder seine Meinung bilden, aber mir persönlich gefällt es auch von der Optik sehr gut. Aber das ist dieser italienische Touch, den sie einfach mitkriegen. Aber das waren die Unterschiede von der Standard zum Sondermodell. Warum auch immer in meinem Kopf, Moscomoto steht für Hardcore, also richtig diejenigen, die dreckig gehen wollen. Zum Glück, Silke ist da, wir kennen uns und sie wird mir einiges erzählen, was Moscomoto dieses Jahr dabei hat. Besonderes, diese tolle Khaki-Farbe, das gefällt mir ganz gut. Hi Alex, also fangen wir nochmal an. Wir haben 1300, aber im Tankrucksack ist der Nomax, die Version 3 mittlerweile, den jetzt im Vergleich, die 2er-Version schon kennen. Ja. Das Volumen jetzt zu erweitern, indem du hier unten am Reißverschluss das Ganze nochmal nach oben ziehst. Hast du nochmal deutlich mehr Volumen als bei der Version 1. Weiterhin hast du die unterschiedlichen Fächer zur Organisation und auch die Wasserblase im Tankrucksack mit 2 Liter Wasser. Und da hinten, was ist da hinten alles dabei? Da haben wir jetzt die neue Version von Backcountry Cat, die Version 2.5, die 35 Liter Tasche, 25 Liter auf der anderen Seite. 130 Liter Tafel obendrauf. Und auf der Tenere haben wir das 80er in der Rutland-Farbe. Das ist jetzt auch im Prinzip das altbewährte System. Allerdings haben wir jetzt mit der neuen Version 4, wo wir mittlerweile sind, wir haben nämlich jetzt hier upgegradet auf ein Curve Composite. Das heißt, du hast zum einen weniger Gewicht und eine höhere Steifigkeit in der Trägerplatte. Trotzdem weiterhin die beiden Seitentaschen mit 25 Liter, die 22 Liter Stinger-Tasche oben in der Mitte und optional die 4 Liter Auxiliary Pockets hinten. Kann man 40er auch anschauen? Können wir gerne machen. Auch hier mittlerweile die Version 4. Gleiches Material. Unterschied, du hast halt 14, 14, 8 und 4, 4. Also eigentlich haben wir jetzt gar nicht mehr mit der neuen Version 40 Liter, sondern haben 44 Liter. Weil wir nämlich jetzt auch ganz neu beim 40er die hinteren Taschen optional haben. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, die ohne die Auxiliary Pockets zu bestellen oder mit den eben 4. Und sie sind auch mit den Drybacks versehen oder du nutzt sie zum Beispiel für Benzinflaschen oder Wasserblase. Dieser Tankrucksack gefällt mir. Hat sie auch eine Wasserblase drin? Der hat auch eine 1,5 Liter Wasserblase drin. Ist im Prinzip der kleine Bruder vom Nomax. Das ist der Nome. Funktioniert im Prinzip genau so. Ist wieder Nomax auch wasserabweisend mit einem Regencover, was mit dazu kommt. Und du hast, wie gesagt, hinten 1,5 Liter Wasserblase und hier auch deine Fächer zur Organisation und auch wie alle anderen Tankrucksäcke eben mit den Straps zur Befestigung vorne an der Gabel und hinten am Rahmen. Also kannst beide Tankrucksäcke auch gegeneinander austauschen ohne Probleme. Grüß dich, Stefan. Hallo, servus. Bitte erzähl mir ein bisschen über diese wunderschöne Maschine, diese Dark Horse. Sehr gerne. Das ist unsere Dark Horse 1800 Kubik, 120 PS, 176 Newtonmeter, 2 Zylinder, Zylinderabschaltung, Zentralverriegelung, Navigationsstromversorgung, Brembo, Bremsen, 19 Zoll Vorderrad. Das sieht richtig schick aus. Wie ist die Interesse? Also das Interesse ist sehr groß.
wir haben fast zu wenig. Sie sind kurzfristig nicht zum Grillen. Ne? Es gab dieses Jahr auch eine Überraschung von Royal Enfield, zumindest in den Nachrichten. Auf der Messe gab es keinen 450er, die neue 450er. Das hat mich richtig dafür interessiert. Aber wie gesagt, hier steht nur die alte Maschine. Soweit ich weiß, Aprilia hat auch seine 660er Führung beibehalten, aber die haben was Interessantes, zumindest am Stand. Sie wollen es nicht zugeben, dass denen gehört. Ein interessantes Motorrad, besonders wenn man weiß, dass die Maschine ein bisschen mehr als 8000 Euro kosten wird. Es handelt sich um einen 650er Zweizylindermotor, der sogar für A2-Führerschein sich drosseln lässt. Das macht für mich dieses Motorrad etwas interessanter. Hallo Franziska. Hallo. Hi. Verrate mir eines. Ist das GV oder GV? GV. GV. GV, weil der Name der Firma kommt von der Name der Inhaber und Begründer der Firma. Der heißt Giuseppe Visenzi. Er war ein Renner, er hat mit Motorrad gefahren in Vergangenheit. Also Giuseppe Visenzi, GV. Hallo, grüß dich, servus. Bitte erzähl mir ein bisschen über diese wunderschöne Maschine von BMW, 900er. Ja, wir stehen jetzt zur der Österreich-Premiere auf der Messe in Wels. Das ist die F900 GS. Ein tolles Motorrad mit einem altbekannten Motor, den von der 900er XR und 900er R, sprich 105 PS, Zweizylinder wassergekühlt, mit, was ich finde, einen ganz geilen Design. Auch die Farbgebung, ja. Das ist einzigartig. Es gibt drei verschiedene Farbgebungen. Wir haben da jetzt einmal die gelbe mit dem roten Rahmen. Es gibt eine Motorsportlackierung in Rot, Weiß, Blau, die BMW-typischen Farben. Und wir haben eine F900 GS auch in Triple Black, sprich in komplett in Schwarz. Wir haben bei dem Enduro-Paket eine Lenkerhöhung dabei, eine Schober Gabel, die was um 2 mm dicker ist als wie die Seriengabel. Und wir haben hinten ein verstellbares ZF-Federbein, dass ich noch ein bisschen individueller auf das Ganze eingehen kann. Und wie ist die Interesse? Wie stehen deine Besucher darauf? Also das Motorrad schlägt ein. Okay. Ja, wir haben jetzt schon sehr viele Vorbestellungen, beziehungsweise auch Kunden natürlich, die was jetzt noch abwarten und das Motorrad einmal testen wollen. Im Vorbetrieb, ist auch ganz klar, ja. Wenn ich so blöd fragen darf, die Interesse auf 900er ist größer oder 1300er? 1300er GS ist unser täglich Brot, sage ich mal, bei BMW. Und man muss jetzt schon fairerweise sagen, die 1300er GS, was jetzt Tourenfahren mit Sozia angeht, sage ich jetzt einmal, ist halt die einfach die Nummer 1 und der Benchmark, sage ich jetzt einmal, ja. Warum ich bei Kawasaki stehe und warum hinter mir ein Sportmotorrad ist, ist kein Rätsel mehr, glaube ich, habe ich mal verraten. Kawasaki hat ein Ninja, ein Hybridmotorrad rausgebracht, was mich wahnsinnig sehr interessiert. Ich mag Hybridautos und jetzt haben wir ein fertiges Motorrad, ein Hybrid. Verbrennermotor drin, Elektromotor drin. Das bringt Vorteile von beiden Kategorien ein, aber auch die Nachteile. Ich bin sehr gespannt. Servus Martin. Hallo Alex. Ihr habt ein wunderschönes und sehr interessantes Motorrad hier. Ja. Erzähl mir, was ist das? Was ist die Geschichte? Das ist die Kawasaki 7 Hybrid. Das ist das erste Hybrid-richtige Motorrad. Es hat zwar schon Roller gegeben mit Hybrid, aber das ist das erste Hybrid-Motorrad. Und auch das erste Hybrid-Motorrad von Kawasaki. Hybrid bedeutet, es hat zwei Antriebskonzepte. Einerseits hat es den Verbrennungsmotor, das ist ein 450 Kubikzentimeter Zweizylinder-Viertaktmotor. Und zusätzlich zur Unterstützung hat es einen Elektromotor.
Der Vorteil von diesem System ist eben, dass man diese Kraft vom Elektromotor zur Unterstützung hat. Elektromotor, weiß man ja, der geht von unten raus schon sehr, sehr stark. Und jetzt merkt man beim Anfahren, habe ich da wirklich schon volle Leistung, was der Vierzylinder oder der Viertaktmotor halt noch nicht hat. Und dann habe ich noch da diese Boost-Taste. Und mit dieser Boost-Taste kann ich noch einmal auch bei höheren Motordrehzahlen zusätzliche Leistung abrufen. Das Motorrad hat unterschiedliche Fahrmodi, hat auch einen Fahrmodi, einen Elektromodi, EV-Modi, wo man rein elektrisch fahren kann. Da kann man dann bis zu 10 Kilometer kann man rein elektrisch fahren. Das Fahrzeug schaltet entweder automatisch oder halbautomatisch. Das bedeutet, wir haben keinen Schalthebel mehr und keinen Kupplungshebel. Man bedient es elektrisch, also eine elektromechanische Betätigung und ist dann sehr komfortabel zum Fahren. Nur zum Aufklären. Hybrid heißt, da ist, wie du gesagt hast, ein Elektromotor drin und ein Verbrennermotor. Ja. Ist aber nicht so, dass man Elektromotor extra aufladen muss oder irgendwo an den Stecker anbringen muss, nein, sondern das lädt sich während der Fahrt. Ganz genau, während der Fahrt wird es über die Lichtmaschine permanent die Batterie geladen. Und die Batterie, hast du gesagt, es reicht für eine Reichweite für 10 Kilometer? Von 10 Kilometer, ja. Wir reden über eine kmh-Beschränkung. Das, keine Ahnung, wenn ich über 50 kmh fahre, kommt der Verbrennermotor im Takt oder muss ich selber einschalten? Wie kann ich mir vorstellen? Also das kommt darauf an, wenn man in diesen Eco-Modus fährt, dann fährt man bis ca. 30 kmh elektrisch, fährt man an und los. Und wenn man dann schneller als die ca. 30 km/h wird, kommt der Verbrennungsmotor dazu. Wenn man jetzt rein im Elektromodus fährt, kann man auch schneller mit dem Elektromotor fahren. Ja. Aber die Reichweite kommt runter. Die Reichweite kommt natürlich runter. Das ist ja klar. Alles es gibt klar. Da zwei Ausführungen, die Ninja 7 Hybrid mit der Vollverkleidung. Und dann gibt es auch noch ein Naked-Modell mit einer kleineren Verkleidung. Das ist unsere Z7 Hybrid. Kann man auch verraten, über welche Euro-Rahmen wir sprechen? Ja. Preismäßig? 13.295 Euro. Alles klar. Grüß dich, Daniel. Hi. Servus. Servus. Bitte erzähl mir, was habt ihr dieses Jahr hier, zumindest was ich sehe, auf GS 1300 aufgebaut? Wir haben hier die 1300 GS und haben natürlich verschiedene Lösungen im Gepäckbereich und im Sturzbereich. Im Gepäckbereich aber was Spezielles, was dir wahrscheinlich auch direkt ins Auge gefallen ist, zwar diese kleinen. Viele haben sich schon geschimpft als Schminkköfferchen. Aber es ist eigentlich für so ein kleines Wochenendtrip sind diese X-Core-Koffer, so nennen die sich, sehr, sehr gut geeignet. Die haben ein Volumen von 16 Liter jeweils, ein Toploader. Gibt auch passende Innentaschen dazu. Gibt es einmal hier mit der Alu-Blende, aber auch in Schwarz. Wir haben natürlich auch einen Kofferträger für größere Koffer, aber dieser Sibo ist eben die Basis für all unsere Softtaschen und wie gesagt auch für diesen neuen X-Core-Koffer. Genau, ansonsten haben wir auch unsere neue Epic-Tankrucksack-Serie verbaut. Einmal den Epic 6 oder den Epic 3, den man auch als Hecktasche nutzen kann. Und haben auch hier ein neues System zur Befestigung von dem Tankrucksack. Nennt sich Tankring Basic. Mit dem Gegenhalter am Tankrucksack lässt sich das Ganze wunderbar in Sekundenschnelle aufstecken und wieder abnehmen. Wenn man dann tanken muss zum Beispiel, geht das wunderbar und schnell. Ansonsten super viel Zubehör für dieses Fahrzeug. Grüß dich, Philipp. Hi. Bitte kurz erzähl mir, was ist der Unterschied zwischen ein Expedition 901 und eine normale 901? Die Expedition ist grundsätzlich eher Offroad-tauglich. Das heißt, wir haben da voll einstellbares Offroad-Fahrwerk drinnen mit mehr Federweg. In dem Bereich sind wir eher in Richtung Straßen oder vielleicht einmal kleineres Offroad-Terrain. Macht es aber genauso mit. Ja. Aber das ist halt wirklich High-End-Ausstattung für richtige Offroad-Zwecke. Wir haben eine Serie-Ausstattung schon mit Gepäcktaschen drauf. Das heißt, drauf sitzen, losfahren. Grüß dich, Patrick. Hallöchen. Von meiner Erfahrung zu einer Motorradreise und Motorradfahrerei gehört nicht gute Rote, sondern schöne Erinnerungen, wie man im Nachhinein anschauen kann. Was habt ihr für dieses Jahr, für neue Saison, außer X3 am Markt? Die X3 kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Für diese Saison haben wir unsere brandneue Ace Pro am Start in Kooperation mit Leica. Und das ist so, ich sag mal, die Moto-Vlogging-Kamera, die man dieses Jahr eigentlich haben sollte. Sehr, sehr gute Aufnahmen, auch wenn es mal dunkel wird. Und das ist der große, große Knackpunkt dieser Kamera.
auch im kalten, dunklen Winter, nicht nur in der Saison, sondern auch außerhalb der Saison, könnt ihr hiermit echt wunderschöne Aufnahmen machen. Und wir sind jetzt auch richtig schön kompatibel mit Senna und Cardo, genau. Auch richtig kompatibel mit Cardo. Das heißt, ihr könnt auch eure Bluetooth-Headsets wirklich benutzen, kompatibel mit der Kamera und richtig schöne Drive-and-Talks machen, was richtig, richtig geil ist mit der Kamera. Super, vielen, vielen Dank. Gar kein Problem. Schön, dass du da bist. Danke. Auf der Messe unter anderem gibt es auch ein interessantes Programm, und zwar die Bühne hinter mir. Es wird von einer Tanzergruppe befüllt und sorgt für Unterhaltung. Ich habe es gut gefunden, auch wenn ich zum ersten Mal hier sehe bei einer Motorradmesse, finde ich ein bisschen sympathischer als Bikini Girl auf Motorrad, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich rede über EICMA und so. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr mitgegangen seid. Natürlich, es gibt wahnsinnig viele andere Motorräder und Hersteller, die hier sind. Und es gibt andere Kollegen, die frische Videos geliefert haben von diesen Neuheiten. Die waren die Motorräder, die für mich interessant waren. Und ich versucht, das Video halt kurz zu halten. Einige von euch habe ich auch gesehen, haben mich wahnsinnig gefreut. Wir haben Fotos gemacht und so. Herrlich, herrlich, wie freundlich ihr seid. Ich wünsche euch eine wunderschöne Saison und immer wieder gute Fahrt. Servus.